Hallo bei Marius Lingdose. Heute wieder mit einem neuen Bindevideo. Und zwar zeige ich euch eine CDC-Klinkhammer, die ich in zwei Varianten normal benutze. Und zwar dieser kleine Körper hier, dass der komplett ohne Glitzer auskommt. Und die zweite Variante, die ich auch heute mit euch binden möchte, ist die, wo der Körper etwas Spektra-Dubbing beinhaltet, so dass ich die luftgefüllte Hülle des aufsteigenden Insekts imitiere und so dem Fisch noch ein paar kleine Anreize mit in die Fliege einbaue. Sondern als erstes tausche ich mal den Haken. Eingespannt habe ich jetzt hier den Tunker Expert Barbless TE120 Klinkhammer in der Größe 12. Ihr könnt die Fliege runterbinden bis Größe 16 gerne. Könnt auch einen geraden Haken verwenden, wenn ihr möchtet, um die Fliege anders schwimmen zu lassen. Aber ich möchte sie jetzt auf so einem gebogenen Klinkhammerhaken gebunden haben, damit der Hinterleib schön tief im Wasser hängt und ich so ein gerade schlüpfendes Insekt gut imitieren kann. Als Faden verwende ich jetzt hier UTC 70 in Light Olive. Die Farbe spielt hier keine Rolle, da man sie wirklich nicht sieht. Passend wäre jetzt hierzu ein Burnt Orange eigentlich, aber der ist gerade aufgespannt und von daher ist es wirklich egal, welche Farbe ihr hier verwendet. Ich fange an mit einer Grundwicklung auf dem geraden Teil hier oben des Hakens und dann nehme ich mir ein Polygarn. Dieses verwende ich auch für Bissanzeiger. Und da es sehr, sehr gut schwimmt. Das lege ich mir hier oben drauf. Lasse es etwas länger, als ich es nachher wirklich in der Fliege brauche. Überfange es und binde es mit festen, eng aneinander liegenden Wicklungen etwas runter. Und dann schneide ich mir hier hinten den Rest ab. Und zwar unbedingt in so einer Keilform. So bekommt der Körper der Fliege gleich ein schönes Taper. Und keine dicken Knubbel, die ich nachher irgendwie kaschieren muss mit Dubbing oder mit irgendwas. So, und jetzt kann man den Rest hier einfach runterwickeln. Hoppala. Bleib schön am Haken hängen, ohne mit den Faden zu zerreißen. Glück gehabt. So, wenn da so ein bisschen was übersteht, könnt ihr das mit dem Feuerzeug abflammen oder mit einer scharfen Schere abschneiden. Das sieht man aber nachher nicht wirklich. So, das Dubbing, das ich jetzt verwende, das sieht so aus. Das ist eine Mischung aus dem Camel Dub in Rust und dem Fein Spectra Dub in Peacock. Da habe ich mir einfach ganz wenig von dem Peacock hier drunter gemischt. Vielleicht im Verhältnis 1 zu 5, 1 zu 6 oder so. Es kann auch noch weniger sein. Und das einfach so über die Finger so vermischt. Also nichts mit der Kaffeemühle gemacht oder so bei den kleinen Mengen, die ich hier brauche. Reicht mir das so. Da das Dubbing so ein bisschen sperriger ist und ich es aber unbedingt auch eng anspinnen möchte, benutze ich etwas Touch-Dub-Wachs. Das ist ein sehr klebriger Dubbing-Wachs. Da gehe ich einmal kurz hier drüber. Mit diesem klebrigen Dubbing-Wachs kann ich auch groberes Dubbing gut an den Faden anspinnen. Dann nehme ich mir etwas Dubbing. Nicht viel, wirklich nur ein bisschen. Ich möchte, der Körper hat ja schon quasi eine Form bekommen und ich möchte nicht dem Körper noch eine Form geben mit dem Dubbing, sondern ich möchte ihm eine Farbe geben. Und daher nur wenig. Mach die ersten Wicklungen.
drehe das Dubbing nochmal nach. Manchmal bleibt es dann hier am Haken hängen. Dann einfach nochmal zurückziehen, zurückdrehen, nachdrehen und dann den Körper anfangen zu formen. Und wie gesagt, dem Körper nur eine Farbe geben, keine wirkliche Form, die ist schon vorgegeben vom Haken und von dem Garn darunter. Dann mache ich hier vorne vor noch ein paar Wicklungen. Komme jetzt mit dem Faden hoch und gehe gegen den Uhrzeigersinn, um mein Polygarn herum und forme mir hier so einen Parachute-Post, um den ich dann gleich gut rumwickeln kann. Warum gegen den Uhrzeigersinn? Das ist ganz einfach, wenn ich nämlich gleich mein Material da drum wickel, kann ich hier prima wieder in der gleichen Richtung über den Haken wickeln. Wickel ich in die andere Richtung, habe ich ein Problem, wenn ich so rum weiter um den Haken herumwickeln möchte. Also daher lieber in diese Richtung gehen. So, sollte hier eine kleine Lücke entstanden sein, nehme ich noch ein ganz wenig Dubbing und mache mir das hier noch etwas rum, um die Lücke, die da entstanden sein könnte, zu schließen. So. Dann nehme ich mir einen solchen CDC-Block und eine Materialklammer, lege mir zwei CDC-Federn. Ich habe jetzt hier genommen CDC von Fleißin in Natural Light Braun, also Natural Light Gray, Entschuldigung, also hellgraue oder graue Naturfedern. Diese werden einfach mit der Klammer gegriffen und dann mit einer scharfen Schere der Kiel der CDC-Federn abgeschnitten. So, und was ich dann bekomme, ist so etwas. Ich habe die Fibern der CDC-Feder in der Materialklammer gefangen. Jetzt wird es etwas tricky. Wie ich es so oft in meinen Videos mache, ich spleiße mir den Faden. Und zwar lässt sich das mit dem UTC 140 oder auch mit dem 70 eigentlich sehr, sehr gut machen. Ich glätte mir den Faden etwas, nehme meine Schere oder eine Nadel und spleiße mir den Faden einfach auf. Dann nehme ich meine Klammer, gebe mir diese Federn, Fieberchen in den Faden hinein, öffne die Klammer. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr den Zug nicht mehr weglasst, nicht mehr nachgebt, sonst fallen die Fieberchen einfach heraus. Dann den Bobbin rotieren lassen. Und wenn diese Rotation auf die Federn übergeht, oh, das war zu wenig, etwas mehr Druck brauche ich hier. So, dann werden diese Federfieberchen in dem Faden wunderbar gefangen und können nicht mehr raus. So, und jetzt kann ich diese Fieberchen nehmen und fange an, am oberen Ende meines Parachute-Posts, den ich mir gebildet habe, die erste Wicklung zu machen. Streife mir die Fibern nach oben und mache die nächste Wicklung darunter. Streife mir die Fieberchen nach oben und mache die nächste Wicklung drunter. Das ist wichtig, dass ihr immer die nächste Wicklung unter der letzten macht, weil ihr sonst die Fibern überfangt und nach unten drückt und so kommen sie schön nach oben und ihr bekommt einen sehr, sehr schönen Hechelkranz. So, und jetzt nehme ich einfach die Fieberchen hoch, komme hier vor zu meinem Hakenöhr
Nehme meinen Whip Finisher. Und mache einen Abschlussknoten. Jetzt mit einer Schere das überstehende Garn abschneiden. Ein paar Fibern, wenn die hier noch im Weg rumstehen, auch mit der Schere einfach abschneiden. So, und jetzt kann ich mir den Post auf eine Form und auf eine Länge bringen, wie ich das gerne haben möchte. Ich finde das immer so ganz schön, wenn es ein bisschen abgeschrägt ist. Und diese CDC-Fibern, die könnt ihr noch ein bisschen ausbürsten. Und wenn sie euch zu lang sein sollten, dann schneidet sie bitte nicht mit der Schere ab. Nimmt sie einfach nach oben und dann rupft ihr sie einfach mit den Fingern ab. So ist das ein bisschen ungleichmäßiger und sieht nicht alles so unnatürlich aus. So bekommt ihr eigentlich den schönsten Hechelkranz. So, und fertig ist meine CDC Klinkhammer. Diese könnt ihr optimal in den Abendstunden fischen, wenn die Köcher fliegen, zur Eiablage aufs Wasser kommen oder noch im Schlupf sind. In beiden Situationen fängt diese Fliege einfach hervorragend. Und ich würde mich freuen, wenn ihr sie nachbindet und mir dann schreibt, wie sie euch gefallen hat, ob ihr gut mit dem Binden zurechtgekommen seid, ob ihr gut gefangen habt. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und hier noch einen Daumen nach oben da lasst. Denn sowas ist immer zu gebrauchen. So, und jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Habt viel Spaß am Wasser und macht's gut. Euer Mario.